Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui je vais faire quelque chose de nouveau, je vais faire un clip sur un titre français, LVMH, en français et en allemand. Servus zusammen, also heute Abend mache ich meine Neuheit, ich mache einen Film über LVMH ähm, auf Deutsch und Französisch. Ich will das mal ausprobieren, mal schauen wie das ankommt. Ich hoffe ihr nehmt es mir nicht übel vous voyez le chart de LVMH et à mon avis, il y a un certain risque avec ça nous avons un triple fond 1 2 3 et nous sommes très de Bollinger des de Bollinger um, mon avis, il y a un problème. Um, wir haben hier ein problem bei LVMH und zwar haben wir einen dreifachboden 1 2 3 knapp unter der 490 und vom chart her sieht das ziemlich riskant aus Euh, je vois qu'il y a beaucoup de titres, beaucoup des entreprises qui ont un chart qui semble comme celui-là, LVMH. Par exemple, Daimler, L'Oréal, E.ON. Et ce triple fond, à mon avis, c'est un problème. Si on va casser ce point-là, qui est exactement à 482. Hein, disons 483, euh, si ça va être cassé, euh, il y a un certain potentiel pour baisser encore jusqu'à la ligne de 450, même à 441. Nous avons une ganze Reihe de charts, et numéro die 3, nennen L'Oréal, Daimler, Eon, qui ont ces trois fois böden. Haben. Meiner Meinung nach sind die technischen Indikatoren dann nicht so wichtig. Es ist egal, ob der Wert überverkauft ist oder über nicht, wir haben auch hier immer noch negatives Zeichen in LVMH, dann kann es passieren, dass der Chart, wenn er dann mit einer Stundenkerze gebrochen wird, dass wir weiteres Potenzial aufnehmen, nach unten durchaus bis in den Bereich von 440. Also werde ich hier sehr, sehr vorsichtig. Euh, d'une période d'une heure qui va casser ce nouveau de charte à, à 483, nous avons à voir ce problème que le potentiel est à mon avis jusqu'à 450 quelque chose comme ça. À mon avis, il, euh, les, les indicateurs techniques et spécialement l'oscillateur, le, le, le stochastique, même s'il était euh, trop bas ou très bas, ce n'est Das n'a rien faire avec le moment où le chart qui est à mon avis plus important que tous les indicateurs. Nous allons avoir un problème. Auf der anderen Seite ist dieser Bereich hier von 524, das ist das Alltime High, wichtig. Wenn wir das schaffen, das zu brechen, auch hier mindestens mit einer Stundenkerze, hat der Wert durchaus ein Potenzial, was noch mal 40, 50, 60 Euro nach oben bringen kann. À l'autre côté, si le titre va casser le niveau de 525, euh, je peux très bien imaginer qu'il qu y a des, encore 50 euros qui vont suivre. Mais maintenant, je doute, je, vraiment, je doute. Personnellement, je ne, je ne veux pas avoir des online euh, trucs. Je préfère, il y a en anglais, il y a un mot support your local dealer, mais je ne peux pas y acheter. Pour euh, une bourse, ce n'est pas de problème d'acheter quelque chose sur l'internet, mais pour un manteau, pour une chemise, je trouve qu'il y a déjà des problèmes. Je ne peux pas imaginer que même LVMH qui vont te montrer les, les, les chiffres d'affaires très tôt, euh, que c'est sans problème pour eux. Ich habe halt das Problem, dass ich selbst nicht so ein Amazon-Fan bin. Ich rede jetzt nicht von der Aktie, sondern ich, ich möchte das nicht online alles kaufen. Ich bin immer noch so ein bisschen old-fashioned und sage halt: Support your local Dealer. Und ähm, das möchte ich eigentlich auch beibehalten. Jetzt ist es kein Problem, eine Handtasche zu kaufen. Die, die sind alle gleich. Aber mal so ein Hemd oder ein Mantel oder was auch immer, das sehe ich als Problem an. Natürlich ist, äh, FAMH sehr breit aufgestellt. Da kann man alles Mögliche kaufen. Ich selbst, ich mag das nicht so. Für mich sind die Zeiten von Corona also deutlich günstiger, weil ich jetzt auch nicht so ein Online-Käufer bin. Aber das ist natürlich absolute Geschmackssache. Par exemple, ce truc-là, c'est un KO, c'est un knockout avec 443,60. Ça, j'ai trouve si intéressant si de ce... ce ici, c'est 440, c'est là... Voilà. Yeah. Yeah. <laughs> je vais m'excuser. Euh, je suis à l'opinion si. Mon opinion n'est pas juste. Et le titre va casser le niveau de 525. Euh, je peux très bien imaginer qu'il y a encore 50 euros qui vont suivre pour ça, mais seulement pour le moment où on va casser les 525. Euh, je veux avoir un knockout produit avec le numéro HR3DN0 avec 443, 444. Oui, c'est possible. Für den Fall, dass ich schief fliege und ähm, die LVMH gehen dann doch noch ein bisschen höher und nehmen das Alltime High wenigstens das High wenigstens mit einer Stundenkerze raus, ähm, habe ich diesen Schein hier. Das ist ein 443,60er im Moment mit der Kennnummer HR3DN0. Wäre möglich. Es ist nicht meine erste Wahl. Wir liegen also dann hier unter diesem größeren, naja, ja, nicht größeren, unter diesem deutlicheren Zwischensupport, weil hier haben wir diesen Dreifachboden. Boden. Personnellement, je préfère le put. Mais pas weil parce que la technique est déjà très bas. Mais comme j'ai déjà dit, si on va casser ce niveau ici à 483. Euh, je vais très bien imaginer que je vais prendre cette poutre ici. Il y en a un 548 à ce moment-là avec un leverage de 9. Et ça, c'est le, le numéro HR3DNB. Euh, mais cette poutre, je vais acheter seulement dans le moment où on va casser ce niveau-là. Euh, je, je vais attendre. Il faut attendre. Je ne sais pas qu ce qui va se passer avec M. Biden demain. Mais puis, on verra. Für den Put bin ich der Meinung, dass wir hier einen haben bei 548. Der ist dann ungefähr hier. Hat momentan einen Hebel von 9. Der kommt aber bei mir auch erst dann ins Buch, wenn wir wirklich dieses Niveau hier rausbrechen. Also unter die 482 gehen. Dann glaube ich schlicht und ergreifend, wird die Meinung des Charts, des Charts, die Richtung des Charts, Wichtiger sein als irgendein technischer Indikator. Und dann muss ich auch davon ausgehen, dass wir hier, dass wir hier dann äh, runtergehen auf die 440. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Je merci très bien. Um, I wish you a nice trading and nice pickings. En anglais, il faut dire comme ça. Um, je suis pas sûr, si ce titre là. va vraiment prendre la chance de tourner ici vers les 525K. Bonne nuit et à bientôt. Au revoir.